Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir machen heute ein wirklich richtig doll cooles Baubattle. Und zwar werden richtig doll viele Zuschauer eine Bank bauen. Ich bin so doll gespannt, wie die Bank aussehen wird. Oh, das wird cool. Und schau mal, Katja, jeder Zuschauer hat hier sein eigenes kleines Grundstück und kann hier eine richtig doll coole Bank bauen. Aus Quarz, aus goldenen Blöcken, vielleicht sogar aus Diamantblöcken. Das wird richtig doll spannend, wie die Zuschauer hier ihre Bank bauen. Und schau mal hier, Katja. Hier wird zum Beispiel die Bank aus Quarzblöcken gebaut. Hier nebendran wird die Bank aus Ironblöcken gebaut. Das sieht wirklich schon richtig doll cool aus. Und Moment mal, ich glaube, hier wird auf jeden Fall gerade Bank hingeschrieben. Ich bin sehr doll gespannt. Okay, hier vorne wurde auch schon richtig doll viel gebaut. Hier haben wir eine kleine Bank aus Quarzblöcken. Und hier wird drumherum auch richtig doll viel aus Quarzblöcken gebaut. Oh, wie cool ist das denn? Und warte mal, hier vorne wird eine Bank komplett aus rosa Blöcken gebaut. Oh, das ist ja eine süße Idee. Okay, hier wird auf jeden Fall auch die Bank aus Quarzblöcken gebaut. Und hier wird die Bank auch richtig doll sicher gebaut aus, Eisenblöcken. Und Moment mal, Katja, hier vorne. Wow, die Bank gefällt mir auch wirklich richtig doll gut. Die wird aus Xyan gebaut und hier unten auch aus weißen Blöcken. Und hier bei der Bank werden als erstes, glaube ich, ein paar Säulen gebaut. Das ist auch eine sehr doll gute Idee. In jede Ecke kommt eine kleine Säule hin. Und hier, wow, die Bank sieht auch schon wirklich richtig doll gut aus. Mit den Säulen hier an der Wand. Die ist riesen doll groß hier insgesamt schon. Dann haben wir hier vorne eine Bank, die komplett aus Brickstones gebaut wird. Und die Bank ist auch wirklich riesen doll groß. Und die Zuschauer haben insgesamt für ihre Bank noch 26 Minuten Zeit. Und schau dir mal die Bank hier an, Karte. Ich glaube, das hier vorne ist der Eingangsbereich. Hier sind auch wirklich richtig doll viele Säulen drumherum. Und hier wird gerade das Dach drüber gebaut. Das sieht ja so schön aus. Und hier vorne die Bank. Oh, sieht auch schon wirklich richtig doll cool aus mit dem kleinen Dach hier vorne. Das hier ist der Eingangsbereich, dann kann man hier in die Bank reinlaufen. Und jetzt wird gerade hier oben das Dach auch drauf gebaut. Und die Banken von den Zuschauern gefallen mir wirklich schon so doll gut. Und hier vorne wird aus Gold ein kleines Logo gebaut über die Bank. Das ist auch eine sehr doll gute Idee. Dann kann man hier schön reinlaufen mit Eisentüren. Oh, sehr nice. Ziemlich groß werden die ganzen Gebäude eigentlich, oder? Oh, das stimmt, Katja. Und guck mal hier, Karte, der Zuschauer baut seine Bankwände. Ja, drei dick. Einmal aus Cobblestone, einmal aus Obsidian und dann nochmal aus Cobblestone. Das ist eine sehr doll gute Idee. Die Bank ist auf jeden Fall richtig doll sicher. Das hier ist der Eingang, hier kann man dann reinlaufen. Oh, wie cool, das ist eine tipptopp sichere Bank. Und schau mal hier drüben, Karte, hier wird die Bank auch schon ein bisschen eingerichtet. Hier ist der Eingangsbereich, da kann man hier reingehen. Und hier hat man die verschiedenen Bankschalter. Oh, das ist cool, drei verschiedene Bankschalter. Da hat man hier noch eine Tür, um hier zu den Bankschaltern hinzukommen. Das ist ja nice. Und Moment mal, Katja. Denkst du, hier wird auch in eine Bank ein richtig doll sicherer Tresor reingebaut? Ah, das kann sein. Und hier vorne vor die Bank wurde sogar ein kleiner Parkplatz gebaut. Oh, der ist sogar ausgeschildert. Okay, hier kann man auf jeden Fall parken. Und dann kann man hier in die Bank reingehen. Oh, sehr süß. Dann geht's hier vorne weiter. Hier wird, glaube ich, eine Bank etwas weiter höher gebaut. Hier kann man mit ein paar Treppen nach oben laufen und die Bank wird ein bisschen rund. Das ist auch eine sehr doll gute Idee. Und die Bank von dem Zuschauer hier sieht wirklich richtig doll modern aus. Mit den Gläsern hier, da hat man hier den kleinen Eingangsbereich mit den Säulen. Da geht's hier rein in die Bank und hier oben wird schon das Dach drauf gebaut. Die Bank gefällt mir auch wirklich richtig doll gut. Dann geht's hier weiter zur Bank und hier haben wir auch ein paar Säulen und der Fußboden hier wird mit Holz gebaut. Oh, sehr schön. Und guck mal, Karte, der Zuschauer hier baut auf jeden Fall auch eine richtig doll schöne Bank. Das hier ist schon die erste Wand der Bank. Das sieht schon so doll schön aus mit den Büschen hier unten und auch mit dem Fenster, mit dem Holz. Oh, wie schön. Und hier nebendran wird gerade der Fußboden für die Bank gebaut. Und hier ist sogar ein kleiner Brunnen vor der Bank. Und Katja, was wird denn hier gebaut? Hier wird eine Sitzbank gebaut. Bitte? Oh, was ist das denn hier für Quatschmache? Wir haben hier einfach eine Sitzbank. Und ich glaube, auf die Sitzbank wird gerade Patrick gebaut. Ach man, das sind solche Quatschmacher. Okay, und ich glaube, hier vorne haben wir auch eine Sitzbank. Hey, was ist denn da los? Dann haben wir hier noch eine richtig schöne Bank mit Gläsern hier oben. Dann ist das hier der Eingangsbereich. Oh, das sieht richtig doll schön aus. Hier vorne haben wir auch ein riesendoll großes B für Bank. Oh, das ist nice. Moment mal. Hallöchen. Und die Bank wird jetzt hier von innen noch ein bisschen eingerichtet. Das ist sehr schön. Und die Bank hier gefällt mir auch schon wirklich sehr doll gut mit den ganzen Säulen. Das sieht auch richtig doll modern aus. Dann wird das jetzt auf jeden Fall der Eingangsbereich sein. Und die Säulen werden hier übers Dach weitergebaut und kommen hinten wieder runter bei der Bank. Das ist wirklich sehr doll schön. Dann haben wir hier noch eine kleine Bank. Hier wird auch ein kleines Logo drüber gebaut. Hier kann man reingehen. Die Bank besteht aus Stein, aus Quarz und sogar aus Gold. Oh, das ist ja so cool.
cool. Hier drüben die Bank sieht auch schon wirklich richtig doll schön aus. Hier kann man reingehen. Dann hat man hier einen kleinen Bankschalter. Und hier kann man hinten zum Schalter hingehen. Hallöchen. Die Zuschauer haben jetzt auf jeden Fall noch 18 Minuten Zeit. Oh, sehr nice. Und Moment mal. Hier haben wir auch eine kleine Bank. Der Ofen ist wie eine Art kleine Sparkasse, wo Geld reinkommt. Oh, das ist ja gut. Und hier nebendran die Bank gefällt mir auch schon wirklich richtig doll nice. Hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Parkplatz für die Häuschen. Und dann haben wir hier eine kleine süße Bank. Die Tür ist offen und man kann hier reingehen. Oh, wie schön. Hier werden auf jeden Fall auch noch ein paar Säulen außen dran gebaut. Und ich glaube, hier auf der Seite ist der Eingang. Oh ja, da kann man hier reingehen. Hier hat man sogar eine kleine Wendeltreppe nach oben in die zweite Etage. Die Zuschauer können wirklich richtig doll gut bauen. Und hier die etwas runde Bank. Sieht auch schon wirklich so schön aus. Hier wurde außenrum ein bisschen Erde platziert. Und hier kann man hochlaufen und in die Bank reingehen. Und warte mal, Karte, was ist das denn hier? Oh, hier ist ein kleiner süßer Frosch auf einer Bank. Ach, Mann. Das sieht aber wirklich auch so doll süß aus. Und hier nebendran die Bank. Wow, gefällt mir schon wirklich so doll gut mit den ganzen Säulen hier drumherum. Und hier wird gerade ja, der Innenbereich gebaut von der Bank. Das sieht wirklich richtig doll nice aus. Vor allen Dingen auch hier der Eingangsbereich. Oh, so schön. Und schau bei Karte hier die Bank. Hier wurden auf jeden Fall schon Iron Bars in die Fenster rein platziert, dass es hier richtig doll sicher ist. Dann haben wir hier den Eingangsbereich mit einem roten Teppich. Hier haben wir die Schalter für die Bank, die auch wirklich tipptopp doll gut abgesichert sind. Und hier geht es eine Treppe nach unten hin. Und ich glaube, hier unten kommt der Banktresor rein. Oh, das wird ja nice. Oh, wie würdest du denn deine Bank bauen? Ich glaube, ich würde meine Bank richtig doll groß bauen mit ein paar Säulen drumherum und mit richtig doll viel Obsidian absichern. Okay, ich würde meine richtig schön machen von außen, wie bei dir dann so von innen alles gut sichern mit Obsidian und allem und einen fetten Tresor und alles. Das wäre richtig cool. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Und Moment mal, was wird denn hier für eine Bank gebaut? Hier haben wir mich mit rosa Haaren und goldenen Knochen. Das ist eine richtig doll gute Idee. Die Bank hier sieht aus wie eine kleine Festung. Oh, das ist ja nice. Hier ist auf jeden Fall alles aus Glas. Und hier haben wir innen drin grüne Blöcke. Das sieht so doll cool aus. Und hier nebendran die Bank. Gefällt mir auch schon wirklich richtig doll gut. Wir haben hier zwei Etagen. Hier unten können wir reingehen. Dann haben wir hier die Bankschalter, wo man sich sogar reinsetzen kann. Und hier oben haben wir das Schlafzimmer. Oh, das ist ja süß. Hier kann man sich hinlegen und hier kann man sich auch reinsetzen. Und zack, ich sitze hier am Tisch. Das ist wirklich so doll süß gebaut. Die Zuschauer haben jetzt auf jeden Fall noch 10 Minuten Zeit. Und mir gefallen hier die Banken schon richtig doll gut. Hier wurde eine Bank gebaut mit einem Tresor drin. Und der Tresor besteht einfach aus Bedrock und außenrum Eisenblöcken. Das ist wirklich richtig doll sicher. Das hier ist auf jeden Fall die Tresortür, die offen ist. Das sieht so nice aus. Und hier gegenüber die Bank gefällt mir auch wirklich so doll super gut. Mit den ganzen Fenstern hier drumherum. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Und hier wird gerade das Dach gebaut. Oh, wie schön. Dann haben wir hier eine kleine süße Bank mit dem kleinen Dollarzeichen hier oben drüber. Und hier haben wir einen kleinen Bankschalter. Und hier einen kleinen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Oh, stimmt. Alle Banken sehen bis jetzt schon so gut aus. Das ist voll schön. Das stimmt. Die Bank hier hat sogar aus einem Diamant das Dollarzeichen. Sogar ein paar Diamanten hier im Fenster und auch ein bisschen Gold. Dann kann man hier reingehen zu dem kleinen Schalter. Und hier sind so doll viele Diamanten drin insgesamt. Dann haben wir hier noch eine weitere Bank mit zwei Bs. Einmal für Bank und hier nochmal für Bank. Dann geht's hier rein. Hallöchen. Dann wurden hier sogar ein paar Armor-Stands platziert. Das ist eine gute Idee. Und Moment mal, Kater, hier vorne die Bank. Die wurde hier sogar mit Eisengittern ja richtig doll sicher gemacht. Oh, hier kann ganz und gar keiner rein. Das ist auch eine sehr doll gute Idee. Hier ist der Eingangsbereich. Dann haben wir hier ein riesendoll großes Dollarzeichen. Und hier geht's in die Bank rein. Und hier die Bank gefällt mir auch wirklich richtig doll gut. Dann haben wir hier einen kleinen Fluss davor, eine kleine Brücke. Dann kann man hier in den Bankautomat seinen Code eingeben. Und hier haben wir den Tresor. Oh, das ist ja nice. Mit richtig doll viel Diamanten, mit richtig doll viel Gold. Oh, wie cool ist das denn? Die Zuschauer haben jetzt noch 20 Sekunden Zeit. Und mir gefallen hier die ganzen Banken schon wirklich richtig doll gut. Hier wird auf jeden Fall gerade noch das Dach gebaut. Und hier die Bank sieht auch schon wirklich so schön aus. Ah, wie nice. Die Zeit ist tipptopp doll um und wir können uns jetzt die ganzen Banken anschauen. Okay, Kater, das hier ist die erste Bank und die sieht wirklich schon richtig doll lustig aus. Das ist einfach mein Skin mit rosanen Haaren und einem goldenen Knochen, einem diamantenen Knochen und einem Emerald-Knochen. Und hier auf meinem Kopf habe ich einen Redstone-Knochen. Ach man, okay. Dann haben wir hier die nächste Bank, die gefällt mir auf jeden Fall auch schon richtig doll gut. Mit dem Eingangsbereich hier, mit den zwei Pflänzchen. Dann geht's hier rein, dann haben wir hier zwei Schalter. Dann geht's hier hinten sogar runter. In den Tresorraum mit richtig doll vielen Diamanten.
Wow, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Und als nächstes haben wir hier eine rosane Bank mit einem kleinen rosanen Dollarzeichen. Dann geht's hier vorne rein. Oh, wie schön die pinke Bank aussieht. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Geldautomaten und hier ist sogar schon ein kleiner Kunde in der Bank, der ein bisschen Geld abheben will. Und unten haben wir sogar einen kleinen Tresor. Der ist ja nicht ganz so gut geschützt, sieht aber gut aus. Oh, das stimmt. Mit ein bisschen Obsidian, dann haben wir ein paar Diamanten und ein bisschen Gold. Sehr cool. Okay, dann geht's hier in die nächste Bank. Die hat hier auf jeden Fall ein paar Solarkollektoren auf dem Dach und gefällt mir auch schon wirklich sehr doll gut. Da geht's hier rein. Hallöchen. Dann haben wir hier einen kleinen Schalter mit ein paar Mitarbeitern und hier haben wir einen Tresor. Oh, wie süß. Hier, das sieht ja von innen richtig stark aus. Oh, das stimmt. Die Bank hier gefällt mir auch wirklich sehr gut mit dem roten Teppich hier. Dann haben wir hier die verschiedenen Schalter und hier geht's runter in den Tresorraum. Oh, wie cool. Und schau mal, die nächsten zwei Bänke sind so riesig. Guck mal, allein hier auch wieder eine mit rotem Teppich. Auch wunderschön. Das stimmt. Hier kann man auch reingehen. Hier hat man auch zwei verschiedene Schalter. Und hier hat man hinter den Schaltern eine Treppe nach unten in den Tresorraum. Wow, wie cool. Moment mal. Dann haben wir hier sogar ein paar Euro-Scheine. Das ist eine richtig gute Idee. Mit sogar richtig guter Rüstung. Hier oben ist auch ein bisschen Geld. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dann können wir uns gegenüber die nächste Bank anschauen. Die hat auch einen kleinen roten Teppich. Und hier geht's rein mit einem kleinen Schalter. Da, die gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Und schau dir mal die Bank hier an, Kater. Die gefällt mir von außen schon wirklich so, so gut. Das Dach sieht auch wirklich richtig doll nice aus. Hier ist der Eingangsbereich. Und ich glaube, die Bank wurde noch nicht ganz fertig. Hier wurden ein paar Pflänzchen reinplatziert. Ach, mal. Okay, dann geht's hier zur nächsten Bank. Und Moment mal, was ist denn da los? Hier sieht man auf jeden Fall den Tresor. Und hier haben wir verschiedene Rüstungen. Oh, das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr süß. Dann haben wir hier vorne die Bank noch. Die gefällt mir auf jeden Fall auch schon richtig, richtig doll gut mit den Säulen hier drumherum. Und hier unten kann man in die Bank reingehen. So, bitte reingehen und schaut dir das hier mal an. Hier haben wir auf jeden Fall die ganzen Mitarbeiter. Und hinter den Mitarbeitern sind richtig, richtig doll viele Goldblöcke. Oh, wie cool. Oh, sehr nice. Und hier haben wir einfach Garfield auf einer Bank sitzend. Was ist denn da los? Ja, das sieht aber auch wirklich so, so schön aus. Okay, dann geht's hier vorne zu der Bank. Hier ist ein diamantenes Dollarzeichen. Und dann geht's hier vorne rein. Hallöchen. Und hier haben wir einen richtig, richtig doll sicheren Tresor. Dann haben wir hier ein Geldautomat. Und Moment, weil hier auf der Seite ist, glaube ich, auch ein Geldautomat. Oh ja, die Bank gefällt mir auch wirklich sehr gut. Mit dem ganzen Gold und den ganzen Diamanten. Oh, so schön. Dann haben wir auch nochmal eine Bank hier komplett aus Quarz. Da kann man auch reingehen. Sieht süß aus. Wir haben hier eine kleine Pflanze. Und da hinten geht's runter. Wahrscheinlich auch nochmal in einen Tresor. Genau. Gold, Diamanten. Nice, nice. Das sieht echt wirklich so doll schön aus. Vor allem mit den kleinen Details hier, mit dem Pflänzchen, auch mit dem Teppich. Mir gefallen die Banken von den Zuschauern hier wirklich richtig doll gut. Die sind so, so doll schön gebaut. Oh, stimmt. Und Leute, ihr könnt auch richtig, richtig doll gern in die Kommentare schreiben, welche Bank euch hier am aller doll besten gefallen hat. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.